Ja, dann fangen wir an. Liebe Gäste, herzlich willkommen zum Frühlingsanfang im Technologiezentrum bei unserer heutigen Vortragsreihe Impulse. Mein Name ist Stefan Stiegler, ich bin der Geschäftsführer des TechSMK und freue mich, dass das heutige Thema Marketing auf Ihr Interesse stößt. Besonders begrüßen darf ich Ralf Schiel, unseren bzw. Ihren Referenten der heutigen Veranstaltung. Ralf Schiel ist diplomierter Kommunikationsdesigner der damals noch sogenannten FH Konstanz und Geschäftsleiter der Werthaltigkeitsagentur Naturblau. Er beschäftigt sich seit rund 10 Jahren mit dem Thema nachhaltiger Markenführung und verantwortungsvollem Marketing, ist bei den Wirtschaftsjunioren Konstanz-Hegau aktiv und engagiert sich in etlichen Organisationen mit Nachhaltigkeitscharakter. Die Agentur Naturblau und damit auch Herr Schiel ist im TZK verortet sozusagen und wurde hier auch gegründet. Diese Verbindung heute freut mich ganz besonders für Sie. Sie halten also heute nicht nur Gründungs-Know-how in Sachen Marketing, sondern das auch noch von einem Mieter des TZK, also von jemandem, der selbstständig ist, von jemandem, der die Gründung seines aktuellen Unternehmens vor nicht allzu langer Zeit bewerkstelligt hat und der etwas zu den Vorzügen einer Gründung im TZK sagen kann. Damit ist potenzieller Gesprächsstoff vorhanden für den üblichen Ausklang, den wir nach den Veranstaltungen immer haben, nämlich das Networking. Zu den Vorzügen des TZK kann natürlich auch ich Ihnen einiges sagen. In aller Kürze sind dies verschiedene Informationsangebote wie die heutige Impulsereihe. Oftmals kostenfreie Beratungsangebote wie Businessplan-Checks, Finanzsprechtage und die allgemeine Infoveranstaltung Existenzgründung, die genau hier morgen um 10 Uhr stattfindet. Sehr kostengünstige Räumlichkeiten zum Start, damit Sie sich zuerst auf Ihr Jungunternehmen konzentrieren können und nicht hauptsächlich auf die Finanzen schauen müssen, sowie diverse Infrastrukturangebote wie Besprechungsräume, diesen Saal, den man als Mieter hier mieten kann, eine Zentralküche, Kopierer, Fax etc., Dinge, die Sie einfach mitnutzen können und nicht selbst vorhalten müssen. Bei weiterem Interesse stehe ich natürlich gern auch im Anschluss da noch zur Verfügung. Heute geht es also um nachhaltiges Marketing und da die speziellen Anforderungen und Chancen bei Startups. Herr Schiel wird etwas sagen zu Ziel- und Zielgruppendefinition, zur nachhaltigen Positionierung und Differenzierung eines Unternehmens sowie zur Markenpräsenz. Durch Praxisbeispiele werden seine Tipps und Anregungen für Sie dann hoffentlich auch handhabbar sein. In unserer Reihe geht es weiter Ende April, und zwar am 24. April wird der Coach Thomas Stelling berichten, warum Reden Silber ist und Hören Gold und wie man mit Transparenz und Empathie in der Kommunikation mehr erfährt. Und am 7. Mai, kurz danach, geht es im Vortrag von Sascha Luise Wilhelm ums Netzwerken und wie man in Kontakt mit Kunden, wie man in Kontakt mit Zukunden mit systematischem Networking zu mehr Erfolg kommt. Für beide Vorträge können Sie sich gleich auf der gleich herumgehenden Teilnehmerliste auch schon heute anmelden. Die weiteren Vorträge finden Sie in den Flyern auf Ihren Plätzen. Da finden Sie auch die Feedbackbögen. Da freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen. Wenn Sie Durst bekommen, es gibt zwar was zu trinken und Sie sind, wenn Sie was zu schreiben brauchen, Blöcke oder Stifte sind auch da von unserem Sponsor Sparkasse Bodensee. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dafür hat es mal. Stefan Stiegler hat mich ja freundlicherweise schon vorgestellt, das heißt, ich werde nicht viel Wort jetzt dazu verlieren zu meiner Person oder zu der Agentur, die wir haben, sondern eher ins Thema gleich mal einsteigen. Ich habe die ganze Geschichte darauf abzielend modifiziert und ausgerichtet eben für Startups, für junge Unternehmen, die entweder vor der Gründung sind, gerade in der Gründungsphase oder noch sehr neu am Markt. Da gibt es ein paar Besonderheiten. Kann ich nicht nur aus eigener Erfahrung sagen, sondern auch Unternehmen, die wir auch begleiten bei solchen Projekten, wenn es um Marketing geht. Und worauf wir uns auch spezialisiert haben, ist zu schauen, was kann man denn so ein bisschen vielleicht anders machen? Was kann man denn vielleicht so ein bisschen differenzierter gegenüber dem Wettbewerb, gegenüber vielleicht auch gängigen Methoden tun? Wir nennen das werthaltige Kommunikationsstrategien oder werthaltige Markenführung. Und was wir darunter verstehen, zeige ich Ihnen jetzt sehr gerne im Vortrag. Was kann Marketing? Mal mit einer Statistik angefangen, wo habe ich dann das letzte Mal so richtig Tränen vergossen. Es gibt Dinge wie jetzt Untergang der Titanic, Film der Seelstück, Film der Jacket, wo man sagt, na, seid ihr nicht, und was berührt mein Herz so wirklich?
danach probierst du das Sissi los, da ist Bambis Mutter gestürzt. Das sind so Sachen, wo Marketing greifen kann, wo durch Emotionen, durch Bilder, Gefühle geweckt werden und wo dann Dinge geschehen, wo man sagt, so, warum sortiere ich das eine so ein, warum sortiere ich das andere anders ein? Wichtig letztendlich aber auch, muss das Herz angesprochen werden durchs Marketing, aber danach sollte der Kopf, der Verstand natürlich anerkennen und mitnehmen. Also es reicht nicht zu sagen, man erzeugt eine kurzfristige Geschichte über eine Botschaft, die kann bildlich, die kann textuell sein, die kann über Töne kommen, sondern es muss schon noch Substanz haben. Und das ist natürlich letztendlich auch der Anspruch. Als Unternehmer immer wieder so die Frage, welchen Zweck dient denn eigentlich mein Unternehmen? Was will ich eigentlich machen? Nicht nur jetzt gesehen von, was will ich vielleicht verkaufen, was habe ich für eine Dienstleistung, was steckt vielleicht noch für andere Punkte dahinter. Aristoteles hat dazu vor fast 2500 Jahren was gesagt, Wirtschaft, die nur auf Geldgewinn ausgerichtet ist, ist wieder natürlich. Eine Gemeinschaft ist auf das Gerechtegute verpflichtet, sozusagen das Gemeinwohl. Und in etwas anderen Worten, über 2000 Jahre später, steht das dann auch in der Bayerischen Verfassung drin, dass die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten. Steht im Grundgesetz drin. Steht nicht nur in Bayern so drin, steht auch in Baden-Württemberg in der Verfassung, Schweiz, Liechtenstein. Also es scheint etwas zu sein, das in unserem Kulturkreis, in unseren Breitengraden wohl einen hohen Stellenwert hat. So weit vorne, wie es drin steht im Grundgesetz. Und es geht um Wohl, also es geht um etwas Positives erstmal bei dem Unternehmerischen. Ein paar Begriffe noch kurz zum Abklären, vielleicht kennen Sie auch schon einiges davon, wenn man sagt, es sind so klassische Marketingmodelle, das Vier-Säulen-Modell, basierend auf den vertikalen Produkt-, Dienstleistungspolitik, Preispolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik. Hat an der Basis verschiedene Bereiche und letztendlich gründet alles eben in der Marke, in dem Branding, in dem Corporate Design, Corporate Identity, alles, was es da für schöne Schlagwörter gibt. Ich würde anhand von diesen vier Säulen gerne auch die Sachen durchgehen, die ich für Sie vorbereitet habe und werde aber auch schauen, vielleicht so ein paar Aspekte auch aufzuzeigen, wo ist dieses Modell vielleicht auch nicht ganz so greifbar und wo ist es für Sie praktikabel und wo hat es vielleicht auch Erweiterungsmöglichkeiten. Das ist so ein klassisches BWL-Projekt. Also das ist so Grunddefinition. Nachhaltigkeit würde ich gerne noch kurz erklären, wie ich es in diesem Vortrag gerne verwenden würde, einfach, dass wir gemeinsam wissen, worüber geredet wird. Dauerhaft nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Das inflationäre Wort, hier ist jetzt mal die Grundlandberichtdefinition, die ich gerne verwenden würde. Ich habe es genannt im Vortrag werthaltige Marketingstrategien, Kommunikationsstrategien, Schnittmenge, Werthaltigkeit aus eben dieser soeben genannten Nachhaltigkeit und aus der Wirtschaftlichkeit. Das ist genau der Fokus, wo es hingehen soll. Fangen wir an mit Produkt- und Dienstleistungspolitik. Wenn wir im öffentlichen Raum sind, wenn wir Sachen einkaufen, wenn wir Werbung schauen, dann sind wir unweigerlich im Mainstream unterlegen. Es gibt große Marken, die bestimmen, was wir gut zu finden haben, was anscheinend gut sein soll. Die teilen sich den Markt auf, das kann im Konsumgüterbereich sein, im Lebensmittelbereich, im Unterhaltungsbereich, Textilien, was auch immer. Und dieser Mainstream erzeugt auf der einen Seite so eine Art Schwarmdummheit, wird es genannt. Also je länger ein Kollektiv an einer Lösung herumdoktert, desto falscher wird die Antwort ausfallen. Also es geht in eine Richtung, dass man sagt, je mehr ich Meinungsumfragen glaube und je mehr ich mich nach der Meinung von der Masse richte, das kann als Unternehmer sein, das kann als Privatperson sein, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eigentlich total falsch liege. Weil ich liege eigentlich nicht bei dem, was ich machen will oder was vielleicht das Bedürfnis von anderen Leuten ist. Beispiel Politiker im Wahljahr, Paradebeispiel dafür, die werden, sagen wir mal, Wahrscheinlichkeit gegen Null gehend ihre wirkliche eigene Meinung sagen. Noch weniger, wie sie es vielleicht sonst tun, um es jetzt mal alle über den Kamm zu scheren. Weil es geht um ganz was anderes. Es geht darum, die haben ihre Charts, die haben ihre Statistiken, da steht einfach drauf, das und das ist angesagt, Energiepolitik, andere Themen, das muss ich jetzt so und so setzen und vermeintlich werde ich dann gewählt. Es geht nicht um ihre eigene Positionierung, ihre eigene Qualifizierung, sondern um das, was sozusagen Mainstream ist. Für Startups
ist natürlich der Vorteil, ich habe erstmal diese Zwänge nicht. Ich bin vielleicht nicht jahrelang schon am Markt tätig, habe vielleicht auch durch irgendwie einen gewissen Scheuklappeneffekt schon eine gewisse Richtung, wo ich meine, die muss genau die richtige sein. Ich habe wesentlich mehr Freiheit, ich kann auch was riskieren. Ich kann schauen, wie kann ich es auch vielleicht bewusst anders machen wie andere Leute und kann dem entgegengesetzt genau den anderen Weg gehen. Und kann eben sagen, weg von der bequemen Mehrheitsmeinung, eigenen Standpunkt vertreten. Das kann bei Produkten sein, bei Dienstleistungen sein, bei Vorgehensweisen. Ich kann offensiv Überzeugungen vertreten. Sie hatten sich gemeldet, ganz kurz. Ja. Gerne. Ja, ich habe eine Aussage von Ihnen. Firmen gibt es, was wir gut zu finden haben, wie es so eine Aussage zu deuten. Werbung. Ganz platt gesagt. Werbung sagt uns, das ist gut, konsumiere das, das ist gut für dich, das macht dich jung, das macht dich gesund, das hält dich am Leben, das macht dich glücklich und dann eben. Das ist damit gemeint. In Ordnung? Also, ich weiß nicht, so offen ist die Werbung, aber zumindest so ist es. Beispiel Steve Jobs hat eine ganz andere Herangehensweise. Er hat gesagt, pass auf, hier habt ihr ein iPod, hier habt ihr ein iPhone oder was auch immer und das habt ihr gut zu finden. Das gab es bis dahin gar nicht in der Art und Weise. Es geht nicht darum, dass ich den Standpunkt vertrete, dass die Entwicklung letztendlich von Herrn Jobs eine nur positive war, aber er ist einfach einen anderen Weg gegangen. Wie zum Beispiel Leute, die von Windows her kamen, die andere Betriebssysteme bereitet haben, hat einfach gesagt, ich arbeite dagegen. Wo Apple heute steht, ist ein ganz anderer Fall. Das war so der Ausgangspunkt, den er hatte. Mut, Autorität. Das heißt also, als junger Unternehmer diese MeToo-Strategie, also heißt etwas komplett genau gleich nachbauen, wie es eh schon gibt, bin ich überzeugt, dass es auf jeden Fall nicht funktionieren wird, dass solche Unternehmen viel schneller wieder verschwinden werden. Es wird immer einen geben, der ist billiger, es wird immer einen geben, der ist schneller, aber es wird keinen geben, der komplett anders ist. Also von dem her auch da lieber den anderen Weg gehen, als zu sagen, ich bin vermeintlich auf der sicheren Seite, weil die sichere Seite gibt es sowieso nicht. Ich habe sie bisher noch nicht kennengelernt, egal welches Produkt es war, im Positiven oder wie im Negativen. Zusammengefasst, wäre ja voll, immer der Herrscher hinterher. Könnte auch in Marketingbüchern vielleicht drinstehen. Wenn es um Qualität von Produkten geht, gibt es verschiedene Punkte, die zu beachten sind. Im Herstellungsprozess ist gewährleistet, dass alle Leute, die Produkte herstellen, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Produkt importieren wollen, wenn sie es weiterverarbeiten wollen, konnten alle Beteiligten in dem Herstellungsprozess, auch wenn es aus dem Ausland kommt, davon leben, wie war der Energieverbrauch dieses Produktes, das sich anzuschauen, die Langlebigkeit, Umweltverträglichkeit, solche Punkte, einfach schon im Kopf zu haben und zu wissen, was habe ich eigentlich für ein Business, was will ich eigentlich den Leuten als gut verkaufen, anbieten, mit ihnen darüber diskutieren, je nachdem wie die Strategie ist. Es geht darum, emotionale Beziehungen zwischen Mensch und den Dingen herzustellen, dass es um Werte geht, dass es nicht um platte Dinge, um schlichtes Konsumieren geht, sondern um was bringt es mir eigentlich sonst noch für einen Mehrwert, außer haben, besitzen, glücklich sein. Je nachdem, in welchen Wörtern da oftmals agiert wird. Geschichten zu den Produkten erzählen. Wenn Sie etwas haben, wo Sie Lebendigkeit hineinbekommen, wo Sie sagen können, das und das ist der Sinn dahinter, so ist es entstanden, das Produkt oder auch eine Dienstleistung. Das ist etwas, was es vielleicht so sonst noch nicht gibt. Also letztendlich einen Mehrwert generieren. Neben dem reinen Ding, was ich vielleicht anfassen kann oder was ich irgendwann mal dann natürlich auch fakturieren will, was habe ich sonst noch geschaffen? Beispiel aus Qualität setzt sich durch, kann man dann mit Augenzwinkern irgendwie umsetzen, kann sagen, das eine und das andere wird gegenübergestellt. Das sind solche Qualitätsfaktoren, die natürlich auch zu beachten sind, wenn es darum geht, wo kriege ich meine Rohstoffe her? Also ein klassisches Beispiel, man nennt es Cradle to Grave, also von der Wiege bis zur Ware. Ich hole etwas, sinnbildlich gesprochen, aus der Erde heraus, ich gewinne es, ich nehme es, ich mache etwas daraus und letztendlich habe ich ein Abfallprodukt. Das ist bei ganz, ganz vielen Dingen ist das der normale Gang letztendlich von vielen Rohstoffen, nehmen wir Erdöl, Mineralölindustrie, Wasser, solche Geschichten. Und vor allem, wenn man in einem Betrieb tätig sein will und etwas aufbauen will, wo man viele Ressourcen braucht, dann ist es jetzt mit Sicherheit unerlässlich, sich bewusst zu machen, was für Gefahren könnten mir auch nicht nur mittel-, sondern auch ganz kurzfristig begegnen. Rohstoffpreise, Verknappung, Preise steigen an, wie gehe ich damit um, was habe ich vielleicht noch für einen Plan B oder für einen Plan C, je nachdem, was ich mache. Statistiken sind bekannt, Energie wird teurer, wird schwieriger zu besorgen, es werden Alternativen gesucht, wie kann ich vielleicht Ideen, die ich aus dem privaten Bereich habe, die ich aus meinem Umfeld
mitbekommen, wie kann ich das auch ins Business mit einbeziehen? Also letztendlich, wir haben hier Ökostrom im Technologiezentrum, solche Kleinigkeiten, wie setzen die sich zusammen? Wie kann ich schauen, dass ich Energieunabhängigkeit habe zum Beispiel? Wenn ich mir einen größeren Gebäudekomplex hinstelle, wenn ich ein Firmengebäude habe, eine Lagerhalle, wie kann ich vielleicht sogar Energie produzieren und kann das Ganze wieder rückgewinnend machen? Wasser, auch eine Ressource, wo wir wissen, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Verknappung oder Privatisierung ist gerade ein großes Thema, auch bei uns in Europa stattfinden wird. Es gibt unterschiedliche Berechnungen, wann das sein wird. Letztendlich auch unternehmerisch natürlich sehr, sehr interessant, auch da Gefahren vorherzusehen, zu schauen, wie kann ich versuchen, da auszuweichen. Es gibt gegenüber jetzt dieser von der Wiege bis zur Ware, gibt es auch diese Idee von Cradle to Cradle. Das heißt, man schafft Kreisläufe, wir kennen uns alles aus dem privaten Bereich, Recycling von Rohstoffen wie Altpapier, wie Glas, gelber Sack, kein gutes Beispiel. Dinge, die dann wirklich wiederverwendet werden, Dinge, die wieder zurückgeführt werden im unternehmerischen Sinn. Also sprich, wenn ich biologische Produkte habe, zu schauen, wenn ich jemand etwas verkaufe, wie kann ich dem einen Mehrwert mit generieren, dass er noch etwas zusätzlich davon hat, dass er vielleicht selber noch etwas weiter damit anfangen kann, wie jenseits, er hat diese Blume gekauft, die verblüht und er wirft sie nur auf den Kompost. Gibt es wunderschöne Beispiele, Modelle und Ideen, was ich sonst noch generieren kann. Ich kann das Ganze natürlich auch technisch machen. Ich kann sagen, wenn ich ein Produkt habe, das kann sehr komplex sein, wie zum Beispiel ein Handy, das mit ganz, ganz vielen verschiedenen Komponenten ausgestattet ist, auch ganz simple Dinge. Wie kann ich es bei der Entsorgung schon so aufbereiten, dass der Kunde etwas davon hat und selber auf die Idee kommt, dass er damit etwas einen Mehrwert generiert, etwas Neues schafft und sagen wir auch dafür sorgt, dass es nicht zu einem Einwegprodukt wird. Es gibt diese Schere in der Entwicklung, was man sagt, es gibt zum Beispiel 1-Euro-Shops, ich kaufe die Sachen und dann weiß ich eigentlich, das hat ein Verfallsdatum, das fliegt mir auseinander oder demjenigen, die ich es vermeintlich schenke. Und es gibt auf der anderen Seite immer höherwertige Produkte. Die Mitte, die fällt immer weiter weg, wird auch immer weiter wegfallen. Die Frage, wo wollen Sie sich da positionieren, wenn es um Produkte geht, wo wollen Sie sich einsortieren? Wie gesagt, der billiger ist, der wird auf jeden Fall da sein. Der wird wahrscheinlich nicht unbedingt aus Deutschland kommen, sondern wahrscheinlich von weiter weg. Aber da ist die Frage, will man sich in so einen Markt begeben oder ganz bewusst woanders hin? Wenn einer begrenzten Welt an unbegrenztes exponentielles Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom, gesagt von Ökonomen. Genau darum geht es letztendlich, dass man sich bewusst macht, Wachstum ist nicht gleich Wohlstand, ist nicht gleich unendlich viel mehr gewinnen, sondern in verschiedenster Art und Weise, vor allem wenn man jetzt auch ein Business gründet, es werden Dinge passieren, wo man sich jetzt schon darauf einstellen muss, wo man darauf schauen muss, dass man sich so positioniert hat, dass man nicht mit vermeintlichen äußeren Umständen mit nach unten gezogen wird. Ich meine jetzt gar nicht die Euro-Geschichte oder sonst irgendwas, es sind auch ganz viele andere Faktoren, wo man sich Unabhängigkeiten schaffen kann. Preispolitik, weiteres Beispiel, wo man schauen kann, was kann man letztendlich bei seinem Produkt tun, bei seiner Dienstleistung, wie kann ich Preise gestalten, wenn ich Produkte verkaufe, was sind eigentlich wertvolle Produkte? Weniger, teurer, fairer. Das ist eine Art von Preiswert. Also sprich, nicht zu gehen zu sagen, Masse, ich hau raus, was geht, habe pro Einheit eine Marge drauf und muss wahnsinnig viel umsetzen, sondern ich schaue, dass ich vielleicht lieber weniger, qualitativ hochwertig, aber das wird wesentlich mehr geschätzt. Die Leute reden positiver drüber. Dinge, die eine eingeplante Obsoleszenz haben, nehmen wir Drucker zum Beispiel, die komischerweise 1 oder 2 Monate nach dem Garantiedatum, Ablauf kaputt gehen. Wenn ich solche Dinge vertreibe, habe ich wahrscheinlich ein anderes Kundenklientel, als wenn ich sage, ich habe etwas, was man reparieren kann, was ich weiter einsetzen kann. Also sprich, wertvoll im Sinne und preisvoll im Sinne von, es muss nicht billig sein, es darf natürlich auch nicht exorbitant teuer sein, aber die Leute müssen es wertschätzen können, die ganze Sache. Also sprich, auch hier, der Zwischenbereich wird wegfallen. Es wird so sein, dass es, man sieht es im alltäglichen Leben jetzt schon, im privaten, aber auch im sozialen gesehen und auch letztendlich auch bei Dienstleistungen, dass es wichtig ist, sich jetzt von Anfang an zu positionieren und zu sagen, wo möchte ich hin, welchen Wert gebe ich auch meiner Arbeit. Es gibt Leute, die haben ein paar andere Ansichten. Josef Ackermann, das Leben ist ungerecht, aber denke daran nicht immer zu deinen Ungunsten. Das ist eine Aussage, da hat er ein Statement getroffen, wo ganz klar Position gezogen wird. Wenn es dem anderen schlecht geht, das muss nichts Übles sein, seiner Meinung nach. Auf der anderen Seite geht es ihm schon darum zu sagen,
ging es Ihnen drum, Renditestreben von 25% aufs Eigenkapital, mit Leidenschaft natürlich, und bei Kunden 1-2% mit Spareinlagen. Das heißt, da widerspricht sich irgendwie etwas. Und das widerspricht sich natürlich ganz arg auch für Leute, die vielleicht mit anderen Voluminas wie er agiert und agiert hat, und die in der Existenzgründung sind und die letztendlich natürlich dann zur Erkenntnis oftmals kommen müssen, Banken verleihen Regenschirme, außer wenn es regnet. Das ist ein ganz normaler Hergang. Das heißt, wenn ich irgendwie vermeiden kann, vielleicht mit einer gewissen Art von Banken tun haben zu müssen oder auch mich darauf vorbereitet habe, habe ich wesentlich bessere Voraussetzungen in Zeiten, wenn es mal nicht so gut läuft oder vor allem, wenn es am Anfang ist. Das heißt, regionale Banken, ich habe ein paar Vorteile aufgeschrieben, die man vermeintlich bevorzugen sollte, wenn es darum geht, auch bei der Existenzgründung. Sie sind in der Region tätig, es ist quasi ein Wirtschaftspartner, der auch in dem eigenen Bereich, wo man tätig ist. Man hat einen Standort, wenn man von Anfang an sehr viele verschiedene Standorte hat, wenn man auch von Anfang an sehr große Unternehmen hat, kann man anders agieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, von kleinen bis mittelständischen Unternehmen, vergeben regionale Aufträge, unterstützen Institutionen, wie zum Beispiel das Technologiezentrum, Vereine, Bildung, Erwachsenenbildung, persönliches Gespräch, persönliche Nähe. Das sind Faktoren, die ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, die sind nicht so unwichtig. Also es gibt natürlich, das Wichtigste ist der persönliche Berater, ob der mit einem kann oder auch nicht. Letztendlich unterliegt der aber auch gewissen Rastern und Gittern, wo man halt dann nach Schematas berechnet wird, die nach Städten in der Schweiz benannt sind. Aber es gibt immer eine Art Spielraum. Es gibt auch einen Spielraum letztendlich, den man hat, zu sagen, ich möchte von Anfang an auch eine Bank wählen, die vielleicht auch in hinsichtlich ihrer Eigeninvestitionen Verantwortung zeigt. Sprich, wähle ich eine Bank, die am Nahrungsmittelhandel tätig ist mit der Spekulation oder vielleicht sogar mit Waffengeschäften, oder wähle ich eine von, das sind jetzt mal hier vier Beispiele, die sind von der Utopia-Plattform gezogen, ich bin selber auch bei einer von den Banken, die sagen, wir haben ganz andere Werte, wir schauen auch, erstens, was haben wir für Kunden, wir haben auch ganz klare Ausschlusskriterien, das ist auch nicht üblich bei Banken normalerweise, wenn du Geld hast, kannst du dich normalerweise einkaufen, das ist dort gar nicht so, ich komme nur rein, wenn ich auch nachweisen kann und auch sagen kann, was tue ich denn eigentlich. Wenn es darum geht, dass Menschenrechte verletzt werden, dass es um soziale Ungerechtigkeiten geht, dann werde ich dort nie ein Konto eröffnen können. Das heißt, wenn ich dort mein Geld anlege, dann kann ich auch selber sagen, was soll denn mit meinem Geld eigentlich passieren? Was soll denn mit dem Geld, was ich der Bank eigentlich dann gebe, von meinem Startup-Unternehmen, was sollen die damit machen? Regenerative Energie, soll es Bildung sein, soll es national sein, regional und so weiter. Auch eine Möglichkeit zu sagen, von Anfang an auch Partner zu suchen, die zu einem dazu passen. Preis ist auch Koalitionspolitik. Hier sehen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ich 9 Jahre lang hatte mit meinem Unternehmen. Sauber ausgearbeitet, wirklich sehr gut gemacht von einem Patentanwalt, so wie man es halt kennt. Das Kleingedruckte, was man vermeintlich alles braucht. Und ich habe mir irgendwann mal überlegt, so, wie oft habe ich es denn wirklich gebraucht in all der Zeit? Ich kam dann zur Erkenntnis, es wäre einmal gewesen, da hätte es mir eh nichts gebracht, weil da gilt allgemeines Recht, also eh Glück gehabt, sagen wir mal, in so langen Zeitraum. Also was mache ich eigentlich damit? Letztendlich habe ich mich entschlossen, das Ganze einfach zu reduzieren. Ich habe gesagt, Vertrauen ist eigentlich größer als die Rechtsabteilung. Das kann man als kleines, kann man als mittelständisches Unternehmen sagen. Es gibt gewissen Spielraum, es gibt nämlich Gewährleistungspflichten, die man eingehen muss. Man kann es aber auch aktiv wirklich, mittlerweile ist es so, dass die Leute mich ansprechen auf die ADDs und sagen, was steht da eigentlich drin? Da steht irgendwas von Handschlag drin, da steht was von Vertrauen drin und von gegenseitiger Wertschätzung. Und wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut. Meinst du das ernst? Und dann sage ich, ja, das meine ich absolut ernst, das funktioniert. Und ich habe eigentlich selten erlebt, dass mich davor irgendjemand auf ADBs angesprochen hat. Auch da Preis-, Konditionspolitik aktiv einsetzen, eine Haltung einnehmen, die nach außen wirklich leben, wirklich vertreten und zu schauen, wer kommt denn dann auf einen zu? Und komischerweise ist es so, dass genau Leute, die auch solche Gedanken haben, die auch sehr affin sind, die auch auf Ehrlichkeit, auf ehrbares Unternehmertum ausgerichtet sind, die kommen zu einem und die wissen auch, was hat man voneinander. Sehr, sehr mächtiges Instrument und absolut nicht zu unterschätzen. Distribution, Verteilung von den ganzen Geschichten, mit eines der wichtigsten Fragen, wer sind denn alles so diese Anspruchsgruppen an meine Dienstleistung, an mein Produkt, wer umgibt mich denn da alles so? Stakeholder werden genannt, Personen oder Gruppen, die ein berechtigtes Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines Prozesses oder Projektes haben. Anspruchsgruppe genannt. Wichtig, einfach nur um es zu erklären, nicht zu verwechseln mit den Shareholdern, heißt Aktionären, heißt Aktiengesellschaft. Ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Prämissen, die ich automatisch habe, wenn ich eine AG habe. Ich bin ganz anderen Dingen, Leuten, Gegebenheiten verpflichtet, als wie meinen Stakeholdern.
Es wird automatisch, wir betreuen kleine, mittelständische bis hin zu Konzernen, es sind automatisch Mechanismen, die nicht immer nur zum Positiven, ich formuliere es mal so, gereichen, vorhanden. Die haben nichts mehr mit den eigentlichen Anspruchsgruppen zu tun, sondern da geht es um Ausschüttung, Gewinnmaximierung, Margenoptimierung und eigentlich nicht nur um so das eigentliche Ding. Und man kommt oft, wenn man in solchen Unternehmen tätig ist, wenn man da vielleicht sogar Gesellschafter ist, Miteigner ist, in Bereiche rein, wo man dann weit wegkommt von diesem ehrbaren Unternehmertum. Man kann diese Stakeholder auch nur unterteilen, kann sagen, das Unternehmen hat einmal Mitarbeiter, Manager, Eigentümer. Und wenn man ein kleines Unternehmen ist, ein Frau-, ein Mann-Unternehmer, dann ist man nicht zum Schlechtesten alles in einer Person, hat wahnsinnig viele Vorteile. Und es gibt auch noch drumherum natürlich Leute, da gibt es Lieferanten, es gibt die Gesellschaft, den Staat, Gläubiger, Kunden. Und die alle haben auch Anspruch an dieses Unternehmen. Die alle haben irgendetwas damit zu tun. Das können finanzielle Ansprüche sein, das können Interessen sein an Lieferanten, Zahlungsziele, Zuverlässigkeit, genauso wie ich als Unternehmer natürlich auch Ansprüche an die wieder habe. Ich kann das Ganze noch weiter dann sagen, was gibt es denn so primär, sekundär, Nicht-Stakeholder, da kommen auf einmal Leute wie Aktivisten, NGOs, ich habe Unternehmern und auf einmal sitzt eine Greenpeace irgendwie vor der Tür. Die hatten nie was mit mir zu tun, ich nicht mit denen. Was mache ich dann auf einmal? Vielleicht wollen die mir auch nichts Gutes. Im anderen Fall wollen sie mir was Gutes. Einfach um aufzuzeigen, wie komplex auch letztendlich der Bereich ist, nicht jetzt nur bei der Institution, wo sind meine Zielgruppen, auch später, wenn wir zur Kommunikation kommen. Also wer hängt da alles noch mit drin? Ich muss versuchen, Ordnung reinzubekommen, ich muss ganz klar priorisieren, was sind so die wichtigsten und was ist eigentlich für mein Unternehmen zutreffend. Als Möglichkeit zu schauen, wie kann man, das sind nur ein paar Beispiele, das wird man wesentlich mehr, wer sind denn so meine Anspruchsgruppen, wen möchte ich denn besonders gut behandeln, besonders streicheln, für wen habe ich aber einfach weniger Zeit. Also was passiert letztendlich auch mit meinem Kontingent, auch in der Gründungsphase von 24 Stunden, die ich leider nicht zur Verfügung habe. Nicht zuletzt, wir haben für uns selber diese Anspruchsgruppe wesentlich näher zu uns getan, Familie, Privates. Das ist einer von den wichtigsten, auch zu bescheuertes Kind-Stakeholder, nämlich die wichtigste überhaupt. Kurz noch zur Definition von Verantwortung im Unternehmen, Verantwortlichkeit. Ein verantwortungsvolles Unternehmen übernimmt freiwillig Verantwortung für soziale, wirtschaftliche und ökologische Fragen, die mit ihren Stakeholdern zusammenhängen und setzt sich die Maximierung des Stakeholder-Values zum Ziel. Also nicht die Maximierung von Aktien, von Renditen, sondern einfach das Wohlbefinden, der Wert von diesen Anspruchsgruppen. Nennt man dann unter anderem auch Verantwortungsbewusstsein im Unternehmen, Corporate Social Responsibility, sprich die Theorie des verantwortlichen Unternehmens und zugehöriger Stakeholder. Es gibt eine Definition von der Europäischen Kommission dazu. CSR ist ein Konzept, bei dem Unternehmen soziale und ökologische Belange in ihren Geschäftsbetrieb und ihre Zusammenwirken mit ihren Stakeholdern auf freiwilliger Basis einbeziehen. Sprich, da wird auf einmal geredet von sozialen Aspekten, von ökologischen, als Art Selbstverständlichkeit oder Voraussetzung, dass ich verantwortlich agiere. Da geht es nicht nur um den Faktor Ökonomie, um Geld, sondern die meiner Meinung nach wesentlich wichtigeren Dinge, die einem auch wieder unterscheiden von vielen, vielen anderen Unternehmen, die vielleicht auch länger im Markt sind, aber die in einem anderen Fahrwasser unterwegs sind. Eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich von Anfang an zu positionieren, zu gucken, wie kann ich auch letztendlich mit meinen Stakeholdern umgehen. Man nennt es dann Stakeholder Management. Es gibt so diese Old Style, also das Althergebrachte. Ich bin strategisch motiviert, ich habe diese Erfolgsrationalität, ich möchte ein Ziel, ich möchte da hinkommen, ich schaue nicht links, nicht rechts, und ich gehe da hin. Technokratisch, manipulativ, es gibt, ich gehe nicht alles durch, Immunisierung gegen Kritik, machtvoller Stakeholder, das heißt, wenn mich Greenpeace irgendwo irgendwas will, dann sage ich, interessiert mich gar nicht, missachte ich einfach. Frage, ob das so funktioniert, es können auch wesentlich kleinere Organisationen sein, es kann auf regionaler, kommunaler Ebene sein, das können bis hin zu der Gemeinde, der Nachbarschaft sein, wo ich sage, gehe ich darauf ein, Lärmbelästigung, was passiert in meinem Fuhrpark, wie kommen die Leute dahin, was ist alles so vielleicht Kleinigkeiten oder irgendwas hat auch mit Image mit meinem Unternehmen zu tun. Es wird gefordert, es rechnet sich, also rein sagen wir mal von der, ich sage es mal so platt, von der BWL-Schiene kommend, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, das Ganze anders zu betrachten. Man kann sagen, ich gehe ethisch reflektiert an die ganzen Sachen heran. Ich schaue, dass die ganzen Dinge in einer Beziehungsgestaltung sind. Also was das Ganze nicht ein Muss ist, sondern ein Wollen, und zwar ein gegenseitiges Wollen. Man baut Vertrauen auf
Kooperationsmöglichkeiten, also kein Gegeneinander, auch nicht mit der Konkurrenz, wichtiger Punkt, sondern zu schauen und sich mal zu überlegen, wenn es meinen Mitbewerbern, meiner Konkurrenz, meinen Marktbegleitern, was wundervolle Wörter es da gibt, wenn es denen gut geht, dann geht es mir automatisch auch gut. Einfach mal ganz anders umzudenken, nicht von oben nach unten treten, sondern zu schauen, wie kann ich letztendlich dafür sorgen, dass es meinem Mitbewerber durch Wissenszuteilung, durch Kooperationsmöglichkeiten gut geht und was habe ich denn wieder davon? Das ist ein sehr großer Schritt, vor allem wenn man auch schon in einem Business tätig ist, vor allem über viele Jahre. Meine Erfahrung ist auch mit anderen Cyberunternehmen, er ist wesentlich kleiner, wenn ich am Anfang stehe, weil ich mir wesentlich weniger Gehirnhürden aufgebaut habe, die vermeintlich, das geht doch gar nicht, ich kann ihm doch jetzt nicht zugänglich machen, was ich da Know-how habe, der nutzt das doch aus, der holt mir doch meine Kunden weg. Absolut nicht so. Kurze Zwischenbemerkung, diesen Vortrag stelle ich auch auf Slideshare, das ist eine Plattform, kann ich Ihnen auch gerne die Adresse dann geben, können Sie sich komplett dann für sich nochmal haben, gerne natürlich mitschreiben, habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Weil es doch recht viel Inhalt ist, glaube ich, um sich einfach so zu merken. Kunden, ein Bereich bei der Distributionspolitik zu schauen, agiere ich global oder regional, was für Werte, was für Ziele haben die Leute, soziale, ökologische, ethische Grundsätze beachten, Bodenseeregion, sehr attraktiv, auch für Werbeagenturen zu sagen, oh, da drüben in Friedrichshafen, hier in Konstanz, da sitzen noch einige Unternehmen, die sind in der Rüstung tätig, da fließt richtig Asche, da wird richtig Umsatz gemacht, zu entscheiden, zu sagen, wen möchte ich aktiv angehen, was ist, wenn der mich angeht, wie verhalte ich mich dann, bin ich ein Zulieferer, bin ich vermeintlich ja nur ein Ausstatter, das ist nur ein Beispiel dazu. Auch bei meinen Lieferanten zu schauen, was passiert so in der ganzen Kette. Sind es faire Konditionen und Preise? Nicht nur, was bezahle ich ihm oder was bekomme ich von ihm, sondern auch weitergehend, wo bekommt er wieder seine ganzen Sachen her? Sprich, diese Door-to-Door-Geschichte. Und oftmals in der Nachhaltigkeit, wenn man Umweltberichte oder Nachhaltigkeitsberichte erstellt, können Unternehmen sich so und so darstellen und positionieren. Gute Nachhaltigkeitsberichte zeichnen heraus, dass bis zum letzten kleinsten Detail kundgetan wird, wo kommt denn letztendlich auch diese Schraube her? Unter welchen Produktionsbedingungen wurde die hergestellt, in welchen sozialen Gegebenheiten? Textilindustrie, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, unter anderem diese Detox-Sache, also sprich Chemikalien, Gift in Kleidungen, wo sich Greenpeace sehr engagiert hat in letzter Zeit, wo auch hier in Konstanz Aktionen stattgefunden haben vor Zara, vor H&M, die letztendlich, weil es weltweit Aktionen dazu geführt haben, dass sich auch vermeintlich große und unantastbare Unternehmen dafür verpflichtet haben, diese Giftstoffe zurückzuführen, rauszunehmen aus den Kreisläufen, dass die Leute nicht daran erkranken. Also Dinge, wo man sagt, ich könnte es auch aktiv angehen, ich kann gleich draufschreiben, was ist alles drin, wo kommen die ganzen Sachen her. Wenn ich Kleidungen einkaufe, dann sehe ich ein Land, wo es vielleicht noch produziert wurde, aber ich sehe nicht die ganzen einzelnen Inhaltsstoffe. Ich sehe vielleicht Baumwolle oder so, schwierig, Outdoor-Kleidung zum Beispiel, so ein Paradebeispiel, mit welchen Chemikalien wurde es behandelt, kann ich es überhaupt entsorgen und so weiter. Wenn Sie sagen, Sie sind ein Unternehmen, das regional tätig ist, auch ganz klar da regionale Lieferanten bevorzugen, Wirtschaftskreisläufe, das Geld, was ich hier investiere, bekomme ich auch wieder auf der anderen Seite zurück. Wenn das die Voraussetzung ist, wenn ich von Anfang an ein Global Player sein will oder expandiere, habe ich andere Voraussetzungen. In den meisten Fällen ist es so, auch da zu sagen, letztendlich investiere ich, wenn ich hier etwas kaufe, nehmen wir die Druckerei, wo es vielleicht ein bisschen teurer ist wie im Internet, wie gesagt, ich bekomme es immer billiger, aber ich weiß, das Geld ist hier platziert. Hier bei Druckereien, wenn wir aus dem Marketingbereich kommen, Dinge immer wieder platziere, habe ich bessere Konditionen. Wenn eine Reklamation ist, habe ich andere Dinge. Im Internet habe ich da keine Chance, da bin ich irgendeine Nummer, es war vielleicht einmal günstig, dann muss man nochmal bestellen. Dann war es zweimal günstig, also wieder teurer letztendlich. Wenn ich global tätig bin, auch hier zu schauen auf die drei Säulen: Transport, Logistik, CO2-Verbrauch, Öl, Umweltstandards, ethische Aspekte und ökonomisch, also wie langlebig sind die Sachen. Ich habe es fokussiert auf die regionale Geschichte. Was hat es denn eigentlich alles für Vorteile? Identifikation, Stolz, soziale Kontrolle. Wenn ich nicht aus dem privaten Bereich Dinge von einem Bauernhof kaufe, da weiß ich letztendlich, ich kenne den Erzeuger, ich kann da nachschauen, ich kann nachfragen, ich unterstelle ihm eine höhere Glaubwürdigkeit, weil ich es vor Ort gesehen habe. Wenn ich in einem Discounter etwas kaufe, zum Beispiel Eier, dann habe ich wesentlich weniger Möglichkeit. Da steht zwar ein bisschen was drauf und es kann stimmen, vielleicht auch nicht stimmen, wie wir gerade mitbekommen haben. Aber ich habe nicht diese Möglichkeit, das Ganze besser einschätzen zu können. Versorgungssicherheit, Dezentralität, Vielfalt, Stabilität. Je mehr Unternehmen aus einer Region herausgehen, desto schwieriger wird es, wieder reinzukommen. Beispiel: Schwäbische Alb, ein Erzeuger von
Textilien ist vor 20 Jahren nach Bangladesch gegangen, hat dafür H&M im großen Maßstab Kleidung produziert, Billigware, Kinderarbeit, alles was mit dabei ist, hat 20 Jahre gearbeitet und irgendwie festgestellt, ich verdiene eigentlich fast gar nichts. Die haben so heftige Konditionen, die haben solche Konventionalstrafen, wenn ich irgendwie nicht hinterherkomme, dass diese ganzen Margen, die ich da vermeintlich einfach schwuppdiwuppdi weg sind. Was hat er gemacht? Zurück auf die Schwäbische Alb, hat sich überlegt, was tue ich jetzt eigentlich, was andere nicht machen. Hat dann festgestellt, es sind ganz viele andere auch weggegangen von der Schwäbischen Alb. Es gab gar keine Infrastruktur mehr für Textilherstellung. Es gab nicht mehr die logistischen Wege. Er hat all die Maschinen aufgekauft und gesagt, ich produziere ganz bewusst richtig schöne alten Schnittmustern gemachte Schlafanzüge, Langarmhemden, Unterbekleidung und so weiter. Hat einen tollen Laden, ist hochpreisig und es läuft bombastisch. Die Geschichte ist so ein Paradebeispiel, dass es nicht heißen muss, das Heil liegt in der Globalisierung, sondern einfach in der Spezialisierung, egal in welchem Bereich. Paradebeispiel auch von... Sie sprechen jetzt nicht von Trigema, oder? Nein, tue ich nicht. Der war aber mal in einer anderen Fernsehsendung, bei mir auch war der mal drin. Ja. Schwäbischer Dialekt. Aber sowas von Schwäbisch. Ja, dann bin ich schon richtig. Paradebeispiel Apple. Den Leuten geht es nicht wirklich gut. Apple und Samsung, die kloppen sich ja immer mal wieder. Dann werden irgendwie Milliardenstrafen ausgesprochen. Immer so die Frage, wem kommt dann sowas letztendlich zugute? Wo hat man daran teil? Ein großes Feld darin ist dann letztendlich die Kommunikationspolitik. Es gibt einen sehr netten Klassiker aus den 80er Jahren. Ein Film, eine Verfilmung eines Buches aus den 60er Jahren, wo es darum geht, was vermeintlich Außerirdische Los Angeles besetzt haben, die ganzen Staaten, und senden uns unterschwellige Botschaften. Diese Botschaften, die jetzt hier drauf sind, das ist ein Filmbild, die sehe ich aber gar nicht. Die kann ich nur sehen, wenn ich eine besondere Sonnenbrille habe. Da geht es dann auch darum, dass der Held, ein kanadischer Wrestler, gegen die ganzen kämpft. Aber letztendlich sind diese Botschaften, die mir subversiv aufgezwungen werden, sind konsumiere, gehorche, schlafe, sei konform, schau fern, die ganzen Dinge. 60er Jahre Buch, 80er Jahre gedreht. Es gibt immer wieder auch Möglichkeiten zu sagen, was passiert eigentlich heutzutage, was passiert auch mit Werbung, was passiert mit Produkten, wie wird vielleicht auf ganz andere Art und Weise, nicht so platt, aber letztendlich wird mir auch gesagt, erfinde dich selber neu, deine Saison ist jetzt. Im Prinzip sind es genau die gleichen Aussagen. Auch da wieder der Hinweis, was möchte ich letztendlich mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung machen? Möchte ich zum reinen Konsumieren anregen? Möchte ich, dass ich möglichst viel Absatz mache? Oder möchte ich schauen, was gibt es vielleicht sonst noch, was gibt es denn für andere Bedürfnisse? Jenseits von, wir haben eigentlich eh schon alles, es geht eigentlich darum, dass es das 20. Paar Schuhe und so weiter, möchte ich das 20. Paar anbieten? Oder möchte ich etwas anbieten, wo ich sage, die halten ein Leben lang und ich brauche sonst keine mehr? Einfach nur, um sich klar zu werden, letztendlich, wie möchte ich mich positionieren? Es gibt so ein paar Dinge, die sind eigentlich klar. Wachstum ist endlich, hat absolut nicht mit Wohlstand zu tun. Das ist nur ein ganz kurzer Zeitraum, dass Wachstum direkt mit Wohlstand verbunden ist. Es ist klar, dass es ein Ende hat, wissen wir irgendwie alle. Trotzdem läuft es momentan so weiter. Konsum wird immer kleiner sein wie Glück, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und alle Besitzer der Paypal-Karte, die geben im Schnitt 12% mehr aus als Leute, die keine Paypal-Karte haben. Auch eine statistisch gesicherte Geschichte, deswegen gibt es auch so etwas. Weil wenn ich etwas sparen würde, dann hätte es gar keinen Sinn machen, dass mir Leute sowas anbieten. Billigkauf, Armutsförderung, dritte Welt, soziale Geschichten und so weiter, kann ich auch in Relation setzen. Unternehmen wissen das, Unternehmen agieren so und dann machen sie natürlich etwas ganz Tolles und sie machen Greenwashing. Und da verwenden sie dann Vokabulare wie Nachhaltigkeit. Da ist es wieder Fairness, Umweltschutz, Zukunftsfähigkeit, aber sie verwenden es in ganz anderer Art und Weise. Sie verwenden es abstrakt, sinnentleert. Und wenn sie Fakten schaffen, dann sind diese Fakten meist letztendlich nicht direkt falsch, sonst wäre es sofort angreifbar, aber der Gesamtkontext ist ja ausgezogen worden. Das sind jetzt einfach so ein paar kleine Negativbeispiele. Was kann man mit vermeintlich nachhaltigem Agieren am Markt bewirken? Wie möchte man sich reinwaschen letztendlich? Wie möchte ich mein Greenwashing-Bullshit-Bingo spielen? Bingo, im Prinzip die Geschichte, ich habe verschiedene Zahlen oder Wörter, wenn diese Wörter aufgerufen werden, kann ich sie abhaken, wenn ich alle Wörter habe, kann ich Bingo rufen. Eine kleine Auswahl an Wörtern, die auf der einen Seite eine gute Intention haben, aber die einfach auch so inflationär benutzt werden, auch die so gezielt eingesetzt werden bei Dingen, die gar nichts damit zu tun haben, was natürlich eine
Konsumenten eine Verwirrung stattfindet. Wem soll ich jetzt glauben? Was soll ich kaufen? Welche Dienstleistung soll ich in Anspruch nehmen? Wo geht es wirklich um Werte? Wo geht es um vermeintlich kurzfristigen Spaß? Einfach mal so ein paar Dinge zusammengestellt. Aber das ist ja wahrscheinlich dann ein fließender Übergang, oder? Sie haben ja vorhin von H&M gesprochen. Ich meine, das ist ja das Paradebeispiel, das da mittendrin ist, oder? Also gerade die Umstellung auf nachhaltige Kleider, beziehungsweise auf den Verzicht auf quasi Schadstoffe in Kleidern, haben die ja ganz bewusst kommuniziert. Und wenn ich jetzt samstags in H&M schaue, da sehe ich tausende shoppingmütige Frauen, die wahrscheinlich in einem anderen Laden, wo so ein Kleidungsstück viermal so viel kostet, wahrscheinlich ein Drittel davon kaufen. Richtig. Also. Und genau das ist der Punkt. Sie verzichten jetzt auf Gifte. Sie haben nie gesagt, sie verzichten darauf, dass Leute 14 Stunden am Stück arbeiten müssen, dass sie unter Konditionen arbeiten, wo wir sagen, ne, das ist bei uns vielleicht nicht ganz so konform mit gesellschaftlichen, sagen wir mal, Vorstellungen oder sogar mit Gewerkschaft oder sonst irgendwas. Also muss darauf achten, es gibt vor allem bei diesen großen Unternehmen eigentlich nur die Möglichkeit, Teilerfolge zu erzielen. Geht auch gar nicht. Die werden nicht von heute auf morgen sagen, wir machen Fairtrade und Fairwear und Bio. Können die gar nicht, rein logistisch nicht. Das heißt, stückchenweise. Aber ich sage mal, wenn es stückchenweise in die richtige Richtung geht, immer noch besser, wie zu sagen, okay, uns interessiert es gar nicht. Andere Beispiele, ob es jetzt der hier ist oder große Fastfood-Ketten, wo man einfach weiß, ja, da ist es einfach sehr, sehr schwierig, auch nur kleine Erfolge zu erzielen. Beispiel eben hier, was ich rausgesucht habe, ist Porsche, benutzt natürlich auch das Wort Nachhaltigkeit, und zwar im Kontext. An einem Porsche haben unsere Kunden lange Freude, auch zur Freude der Umwelt. Dieses Porsche-Prinzip lässt sich in ein Wort fassen, Nachhaltigkeit. Technik und Design eines Porsches sind äußerst langlebig. Nur ein Beispiel. Die Abgasanlage des Cayenne-Modells besteht aus äußerst beständigem Edelstahl. Also, ich baue einen Abfallbehälter, eine Abgasanlage rein, die aus Edelstahl ist und habe ein Auto, was eigentlich ein Riesenrechner ist und schon kann ich sagen, ich bin nachhaltig, obwohl ich von der Energieeffizienzklasse ganz da unten liege. Ist natürlich immer so eine Sache, wen spreche ich da an, wer ist so meine Zielgruppe, aber genau der Punkt, den Sie auch gesagt haben, es ist einfach immer so diese Grauzone, wen glaube ich, letztendlich Menschenverstand. Darum geht es eigentlich. Was sind so die eigenen Vorstellungen, was sind so die eigenen Vorzüge? Ist es mir wichtig, dass es dieses Auto haben muss? Aber auf der anderen Seite konsumiere ich vielleicht kein Fleisch seit 10 Jahren. Der Porsche-fahrende Vegetarier ist rein vom CO2-Wert besser gesehen wie der fleischessende Fahrradfahrer. Haben wir auch schon ein Dilemma. Ne? Letztendlich ist es um, wo finde ich meinen Weg? Und wo kann ich schauen, dass ich, kommen wir zurück, das ist natürlich zum Unternehmerischen, dass ich mich so positioniere, dass ich nicht nur nicht von außen angreifbar wäre, sondern, was ich einen sehr wichtigen Faktor finde, wie schaue ich mir abends im Spiegel oder wie schaue ich mir nach 10 Jahren, nach 20 Jahren abends im Spiegel, was ist mit meinen Kindern, all diese Dinge. Ich glaube, das sind für mich die wesentlich entscheidenden Faktoren, als wie, ach, auf meinem Bankkonto hat sich das und das wieder getan. Vielleicht noch ein Beispiel, gerne. Der Begriff Nachhaltigkeit wird so viel wiederholt, wird der inzwischen nicht etwas abgegriffen. Der ist total ausgelutscht bis zum Letzten. Ausgewrungen und es darf ihn, wie gesagt, jeder benutzen. Es gibt Panzer, die sind nachhaltig, weil die dafür sorgen, dass die Insassen besser geschützt sind vor den bösen Leuten, die da von außen kommen. Okay. Also es gibt keine Grenzen der Nachhaltigkeit. Nichtsdestotrotz, auch wir verwenden es, weil wir verwenden es in ganz bestimmten Kontext. Andersrum, warum soll ich mir das Wort klauen lassen von Leuten, die was ganz anderes damit wollen? Also es ist immer eine Frage, in welchen Bereichen setze ich das ein. RWE, einer der großen vier Energieriesen im wahrsten Sinne des Wortes in Deutschland, hat eine Kampagne gefahren. Da ging es darum, wo sind sie überall regenerativ tätig. Ich zeige jetzt einen kleinen Spot. Das ist zum einen der Originalspot von RWE, wo es darum geht. Und es gibt so ein paar Untertitel. Diese Untertitel werden Sie sehr schnell merken, die gehören nicht zum Originalspot, sondern die wurden nachträglich von Greenpeace reingemacht mit so ein paar Fakten dazu, was denn eigentlich da so sonst noch passiert und wofür RWE so steht. I
Beispiel mal von einem, wie gesagt, einer der vier großen Energielieferanten in Deutschland, wo Sie auch direkt sagen, na, der ist so groß, was hat der mit meinem kleinen Unternehmen zu tun? Ich kann ganz, ganz viele Punkte, wo es darum geht, wie verhalte ich mich in einem Stakeholder gegenüber, in einem sozialen Kontext, in einem gesellschaftlichen Kontext, genauso runterbrechen auf kleine Unternehmen. Ganz viele Beispiele, die ich auch erlebt habe in diesen 10 Jahren, wo es darum ging, um vermeintliche Kleinigkeiten, die aber sehr entscheidend darüber waren, wie viel Erfolg hat ein Unternehmen, wie ist die Reputation, wie ist das Image eines Unternehmens und letztendlich auch, wie glaubwürdig ist es und wie lange wird es am Markt positiv wahrgenommen, welche Chancen hat es, am Markt länger wahrgenommen zu werden. Deswegen eine Idee davon zu sagen, eine Markenführung, eine Positionierung eines Unternehmens kann nur zusammen mit ökologischen und ökonomischen Aspekten erfolgen. Sprich, die Mitte, quasi das ideale Zentrum, ist das, wo eine Marke, wenn sie wirklich so gelebt und aufgebaut wird, letztendlich leben kann. Kann es noch ein bisschen erweitern und kann sagen, man nimmt den kulturellen Faktor und den sozialen Faktor hinzu. Hier in der Mitte, das ist das Ziel von einer wirklich gelebten Positionierung, nicht von einem Greenwashing oder von einem vermeintlichen Vorgeben, sondern zu sagen, wo bewege ich mich? Habe ich manchmal ökonomische Aspekte, die ich stärker werten muss, manchmal im sozialen Bereich, je nachdem, in welchem Bereich ich tätig bin. Ich verschiedene Produktsegmente habe, Dienstleistungssegmente, dann wird sich das unter Umständen unterscheiden. Ein paar Vorteile davon, die ich Ihnen zusammengestellt habe. Was passiert, wenn ich mich für diesen Weg von Anfang an entscheide? Ich fange von unten an. Letztendlich, wir haben einen demografischen Wandel. In Zukunft werden nicht mehr die Mitarbeiter die Unternehmen sich die Mitarbeiter aussuchen, sondern die Mitarbeiter die Unternehmen. Wir können noch so viel Zuwanderung haben, wir werden es nie schaffen, in den nächsten 10 bis 15 Jahren das auszugleichen, Fachkräftemangel, die ganzen Punkte, die wieder aufkommen, um es so hinzubekommen, dass in dieser wundervollen Voraussetzung momentan für die Unternehmer, die ich sagen kann, bewirb dich doch mal, es sind noch 200 andere Leute da und dann schaue ich mal, ob ich dich nehme. Das wird sich genau umkehren. Das heißt, ein Unternehmen, das sich jetzt auch, sei es noch so klein, schon so positioniert und aufstellt, wird es wesentlich einfacher haben, mit einer längerfristigen Vorlaufzeit sich so im sozialen Bereich mit den Mitarbeitern auseinandergesetzt zu haben, dass es eine ganz andere Attraktion hat gegenüber den Mitarbeitern. In der Kundenbeziehung auch etliche Vorteile zu sagen, jetzt wieder ein Punkt des Vertrauens, aneinander lernen, voneinander profitieren, Fairness, Freiwilligkeit. Alle Geschäftsbeziehungen, die darauf basieren, dass ich einen Knebelvertrag habe, dass ich darauf angewiesen bin, dass ich irgendwo hingehe, haben ein Verfallsdatum. Sobald ich da raus kann, Handyvertrag, dann gehe ich da raus. Sobald ich irgendwo raus kann aus irgendeinem Abo, dann gehe ich da raus. Aus dem privaten Bereich. Genauso ist es bei geschäftlichen Beziehungen. Wenn ich nicht zufrieden bin mit den Lieferkonditionen, mit der Bereitschaft, mir entgegenzukommen, mir auch preislich attraktive Dinge zu gewähren, vielleicht etwas mehr zu bieten, wie man eigentlich muss, je länger wird sie halten und lange Geschäftsbeziehungen sind, die Basis überhaupt, um bestehen zu können. Extern noch mehr Vorteile, ich werde auch noch ein paar herausgreifen. Preiseinsparungen, Gewinnsteigerungen durch diese, eigentlich durch ökologisches Handeln, ökonomische Vorteile zu erzielen, bis letztendlich hin unten zu konkreten Nutzen für die Gesellschaft. Also was erbringe ich? Wir haben am Anfang gesagt, was ist denn eigentlich so der Zweck von dem Unternehmen? Warum tue ich das eigentlich? Ist mir fürchterlich fad und ich möchte zu Hause rumsitzen oder möchte ich eigentlich noch ein bisschen was anderes tun? Kommen jetzt schon langsam zum Ende. Es gibt dann die Geschichte zu sagen, es gibt einmal ein manipulatives Marketing. Da sind ein paar Punkte genannt, wie beeinflussen mit fast allen Mitteln. Also Kaufe, Gehorche, Schlafen. Die Geschichten, die sehr, sehr differenzierte Art und Weise stattfinden in unserem täglichen Leben. Möchte ich Gewinn maximieren? Bin ich effizienzorientiert? Überrede ich und mache ich Umsatz um jeden Preis? Oder sage ich endlich, das heißt eine ganz andere Art von Marketing. Da kommen so Wörter vor wie human orientiert, sinnvolle Bedürfnisbefriedigung. Nicht das reine Konsumieren auch von Menschen, hire and fire. Jemanden zu sehen als human capital gehört auch dazu, letztendlich als Arbeitgeber. Und zwar ist auch, man hat nur ein oder zwei Angestellte. Wie geht man mit denen um? Wie lange möchte man auch mit denen einen Tag so verbringen, dass man sagt, ich freue mich auf den nächsten Tag und nicht so, oh, jetzt weg, da kommt wahrscheinlich wieder entweder der Chef, der Mitarbeiter oder mein Mitgesellschafter. Ganz, ganz andere Herangehensweise.